Schmeckt mir nicht. Ne, komm. Sorry, muss nicht hart sein. 4 von 10. Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Mir auch. Wir haben gerade früh am Morgen, ich habe extra nichts zu frühstückt, weil ich letztes Mal den Top-Kommentar gelesen habe. Alex, mach doch bitte mal alle Schoko- oder Nuss-Nougat, wie man es auch immer nennt, ja, Nuss-Nougat, alle Nuss-Nougat-Brotaufstriche aus dem Supermarkt. Ich war gestern Abend noch unterwegs, ich war hier, ich kann es ja sagen, ich war hier im Rewe, dann war ich noch bei Aldi und Lidl, also bei 3 verschiedenen und habe ordentlich eingekauft. Wir haben insgesamt 8 verschiedene zur Auswahl, wovon ich bis jetzt nur 2 in meinem Leben probiert habe. Also Nutella esse ich halt gerne mal und früher bei Freunden gab es auch manchmal dieses Nusspli. Kennst du das? Also das ist ja so das zweitbekannteste, ne? Nee, Nutoka. Nutoka? Habe ich noch nie gehört. Ah, hier ist es doch. Hier ist es doch, Nutoka. Aber habe ich vorher noch nie gehört, keine Ahnung. Auf jeden Fall frühstücken wir jetzt praktisch vor der Kamera und testen alle Sorten, die wir da gekauft haben. Ganz wichtig, komm mal mit. Wir haben gerade hier so ein bisschen aufgeräumt, also das Sofa steht jetzt da, die Kaffeemaschine steht hier, also hier haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz, um Videos zu drehen, ist eigentlich ganz nice. Der Stuhl steht hier, also perfekt, um Platz zu sparen, nicht? Genau, dann habe ich gerade noch ein Baguette gemacht und schneide das jetzt mal eben. Dann setzen wir uns mal hin. Also komischerweise, Nutoka steht hier schon. Jetzt passt auf. In nachhaltiger Tüte. Sehr gut, Alex. Ja klar. Also ich benutze immer eine Tüte hier aus Stoff. Hier haben wir Bellmandel. Naja gut. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben was von gehört. Dann haben wir hier, habe ich ja gerade schon gesagt, Nusspli. Man muss sagen, die Verpackung, also... Aber ist von der gleichen Marke. Ja, stimmt. Ach, stimmt sogar. Nuss-Nougat-Creme. Mandel-Nougat-Creme. Oh, da habe ich jetzt was durcheinander gewürfelt. Egal, zählen wir es trotzdem dazu? Ja, oder? Kannst ja bewerten einfach. Ja. Dann haben wir für unsere veganen Freunde Bionella. Das hier war, glaube ich, sogar das teuerste, falls ich mich jetzt nicht irre. Dunkle Kakao-Creme. Stand auch dabei, habe ich auch mal mitgenommen. Dann hier nochmal vegane Nuss-Nougat-Creme. Weißt du, was jetzt kommt? Meine Lieblingsmarke. Nein! Gut, oder? Das hier war auf jeden Fall das günstigste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und Nutella fehlt noch, die habe ich jetzt aber nicht neu gekauft. Nutella, der Brotaufstrich für ein besseres Frühstück. Ne? Kennt ja jeder. Okay Leute, dann würde ich sagen, wir fangen wie immer an. Für alle, die das Konzept dieser Videos noch nicht kennen, also ist jetzt schon das fünfte, also das ist jetzt schon der fünfte Teil dieses Formates. Wir haben alle Produkte, die werden immer probiert und dann von 1 bis 10 bewertet, je nach Geschmack. Dann haben wir am Ende einen Gewinner, einen Verlierer und ihr könnt auch wie immer in die Kommentare schreiben, was ihr davon am liebsten esst oder was es bei euch zu Hause gibt. Das lese ich mir mal durch, weil, weiß ich nicht, ich finde es interessant, was die Leute so essen und ich würde sagen, wir starten hier außen mit Bionella. Da bin ich mal gespannt. Und das ist halt sogar vegan. Und Fairtrade-Produkt. Riecht auf jeden Fall... Oh, das riecht schon mal richtig gut. Also ich würde jetzt sagen, das riecht ganz leicht anders als Nutella. Ich habe jetzt nur den Geruch von Nutella im Kopf. Aber es riecht lecker. Also ich bin wirklich mal gespannt. So, also ich würde sagen, sieht schon mal nicht schlecht aus. Man nimmt immer, bei Nutella ist das ganz wichtig, nimmt lieber immer ein bisschen zu viel als zu wenig. Das schmeckt halt brutal schokoladig. Also richtig krass, weißt du? Es schmeckt alles schokoladig. Ja, aber das schmeckt so, Nutella schmeckt, finde ich, noch so richtig nach Nuss-Nougat-Creme. Und das hier schmeckt nach geschmolzener Schokolade. Also ist nicht schlecht, aber ist schon krass intensiv. Also, auf jeden Fall lecker, kann man super essen. Es schmeckt mir allerdings für den Morgen zu sehr, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, zu sehr nach einfach geschmolzener Schokolade. Deswegen würde ich hier mal anfangen mit, komm, wir sagen einfach mal, weil es das erste ist, tut mir leid, du kriegst leider nur 7 von 10 Punkten. Bin mal gespannt, ob mich die anderen mehr überraschen. 7 von 10. Machen wir mal weiter hier mit Nusspli. Wie schon eben gesagt, das habe ich früher ab und zu mal gegessen. Weil bei uns zu Hause gab es eigentlich meistens Nutella. Deswegen, sowas hatten wir nie zu Hause. Einfach weil mein Papa das auch nicht mochte. Aber ich glaube, das ist so der zweiterfolgreichste Nuss-Nougat-Brotaufstrich nach Nutella in Deutschland. Und wir machen das jetzt einfach mal so, indem wir hier reintunken. So, also. Ich brauche da mehr von, sonst kann ich das gar nicht richtig schmecken. Ist halt irgendwie, finde ich, echt nicht so meins. Schmeckt viel zu künstlich, so. Da ist irgendwie so ein komischer Geschmack bei. Was man natürlich dazu sagen kann, wenn man das eine Woche lang jeden Morgen isst, gewöhnt man sich schnell dran. Aber ich finde,
Es kommt nicht an den Geschmack von der Nutella dran. Jetzt werden einige von euch natürlich wieder rumheulen und sagen, ja, du gehst ja voll voreingenommen daran, weil du halt Nutella am liebsten isst. Da kann ich ja auch nichts gegen machen. Vielleicht lassen wir die dann am Ende aus der Wertung raus. Aber dies hier hat mich nicht überzeugt, deswegen gibt es dafür auf jeden Fall nur liebgemeinte 6 von 10. So. Als nächstes nehmen wir dann hier mal dieses Bell-Mandel. Also das ist kein Nuss-Nougat-Aufstrich, sondern ein Mandel-Nougat-Aufstrich. Wobei ich hier sagen würde, wir nehmen es trotzdem mit rein. Hat ja schon irgendwas mit Nougat zu tun und deswegen passt das auf jeden Fall. Mal gucken, ob man da einen Unterschied riecht. Also ich rieche da keinen Unterschied. Also ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall ein bisschen flüssiger als der Nusspli-Aufstrich. Schmeckt mir nicht. Ne, komm. Sorry, muss nicht hart sein. 4 von 10. Also das schmeckt echt nicht. Meiner Meinung nach. Weiß nicht, wenn das euch schmeckt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber ich kann damit nichts anfangen. Also wenn ich das jeden Morgen zum Frühstück essen würde, wäre mir auf jeden Fall die ersten 2 Stunden vom Tag schlecht. Wobei Nusspli noch in Ordnung war. Jetzt kommen wir hier, auch ein Fairtrade-Produkt von Rewe, dunkle Kakaocreme. Ich denke mal, das ist so teuer, weil es ein Fairtrade-Produkt ist. Also muss man ganz klar so sagen. Das gleiche hatten wir ja hier. Und hier glaube ich auch. Auch sehr hochwertig verpackt. Ne? Also hier bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht wird das ja in Zukunft meine heißgeliebte Nutella verdrängen. Kurze Zuschauerfrage. Wie habt ihr mal diese Dosen aufgemacht? Habt ihr mit dem Fingernagel einfach so rumge... Wie hast du es gemacht? Hey, das ist doch viel witziger, mit dem Messer reinzuhauen. Ich habe immer so gemacht. Das ist doch das ist doch langweilig. Warum? Ach so. Ja, klar, das war früher bei uns auch immer so, da gab es immer Ärger. Leute, ich muss mich kurz korrigieren, ich habe mich leider vertan. Das hier hat sogar nur 1,99 gekostet, das hier hat 3,99 gekostet und das hier hat 2,99 gekostet. Und das hier war das günstigste, habe ich ja eben schon gesagt. Gut, aber ich bin trotzdem mal gespannt, ob es mir schmecken wird. Boah. Das ist, finde ich, das Problem. Also wir haben hier ein ganz großes Problem. Weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, pass auf, halt dich fest. Das Problem ist, ich muss noch kauen, bis ich weiterreden kann. Erstes Problem. Das Problem ist, viele dieser Brotaufstriche schmecken irgendwie so, als würde ich jetzt zum Frühstück ein Brötchen essen, würde da so eine Schokolade drauf klatschen und einmal abbeißen. So schmeckt das nämlich, weißt du? Das schmeckt nicht, also mir schmeckt das hier viel zu mächtig, also viel zu krass nach Schokolade, Nougat, was auch immer. Das feiere ich nicht. Also ich muss hier leider auch sagen, würde ich nie im Leben zum Frühstück essen. Lag ja sogar in einer ähnlichen Preiskategorie wie Nutella. Ich glaube, das hier ist 30, 40 Cent teurer in dieser Größe und es ist sogar mehr drin. Aber muss ich sagen, gibt nur 4 von 10 Punkte. Tut mir leid, wirklich. Früher habe ich immer gesagt, wenn du so weitermachst, hast du irgendwann Diabetes. Habe ich noch nicht. Okay, also die ersten 4 haben wir weg. Machen wir mal weiter mit Nutoka. Alter, das ist ja ein Name, ne? Soll ich einfach mal so machen, so probieren? Hast du auch manchmal früher, wenn du irgendwie, wenn du so richtig Lust hattest auf Schokolade, hast du einen Löffel genommen und einmal durch die Nutella? Nicht? Okay, also Juri hinter der Kamera meinte, Nutoka ist lecker, ne? Meintest du ja. Deswegen, wir schauen mal. Ja, hast recht, finde ich auch gut. Ist echt lecker. Also das kann man gar nicht mit diesem hier vergleichen. Das schmeckt wie so ein Brotaufstrich, der auch ein Brotaufstrich ist. Also es schmeckt wie ein guter Brotaufstrich. Nicht so intensiv, aber trotzdem lecker. Deswegen gibt es von mir hier 9 von 10 Punkte. Kannst hier stehen bleiben. Machen wir weiter mit dem 2 teuersten. Sorry, ich habe noch was im Mund. Bio-Nuss-Nougat-Creme. 2,99 Euro, 400 Gramm. Okay, was haben wir hier? 450 Gramm sogar. Und hier? 200 Gramm. Okay, also schon ein Unterschied, ne? Also, ich bin mal gespannt, ob mich diese Bio-Nuss-Nougat-Creme überzeugt. Harte Konsistenz, muss man direkt schon sagen. Mein Blick verrät schon alles, ne? Also, tut mir leid. Wie sag ich immer? Schmeckt wie mein Fuß. Tut mir echt leid, aber es schmeckt mir nicht. 4 von 10. Tut mir leid, ehrlich. Eine 3 von 10 ist es nicht, aber eine 4 von 10. Aber ich sag mal so, könnte man vielleicht mit ausreichend betiteln. Und jetzt bin ich eigentlich mal richtig gespannt, weil jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsmarke. Ich sag's nicht, es ist nicht lustig. Okay, dann muss ich das übernehmen. Willkommen zu meiner Lieblingsmarke. Nein. Und hier habe ich ja auch schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass es immer sehr günstig ist, aber trotzdem gut schmecken kann. Deswegen bin ich sehr gespannt auf diesen Brotaufstrich von... Nein. So Leute, let's go. Ist nix. Also, da sind so Stückchen drin. So ganz kleine, weißt du? Nee. Steht
Steht es denn drauf, dass Stückchen drin sind? Nein, das ist wahrscheinlich noch von der Haselnuss. Also die ist nicht ganz, weißt du, ganz... Also man schmeckt so ganz kleine, ich würde sie jetzt mal als Haselnussstückchen definieren, da drin. Tut mir leid. Allein schon deswegen, 3 von 10. Ja, weißt du, wie viele Haselnussstückchen sollen rein? Ja, Doppelpunkt, ja. Der war gut, der war gut. Den musst du reinschneiden. Aber erst kommt noch niemand. Doppelpunkt. Okay, und dann kommen wir zu guter Letzt zu Nutella. Der Marke, die mit Abstand in Deutschland am erfolgreichsten ist auf diesem Gebiet. Habe ich noch nie gegessen vorher. Ich weiß, das gibt jetzt wieder ein bisschen Ärger. Aber vom Geschmack her, ich muss ehrlich sein. Da übertrifft nichts anderes das. Ist halt einfach so. Es kann bei mir aber auch daran liegen, weil ich das gewohnt bin, seitdem ich klein bin. Jetzt kommt das große Aber. Es ist ziemlich teuer. Für so ein Glas zahlt man schnell mal 2,50 oder so. Und hierfür habe ich gerade mal 1 Euro oder 1,20 gezahlt. Deswegen kann ich diesem hier auch keine 10 Punkte geben, sondern gebe auch 9 von 10. Und dann haben wir hier einen Gleichstand. Das ist doch nett, oder? Also dieses Nutoka, wie du schon gesagt hast, das gibt's bei Aldi, kann ich jedem von euch empfehlen. Super Produkt, schmeckt lecker, kann man entspannt essen morgens. Nutella ist dann natürlich vom Geschmack her noch ein kleines bisschen besser. Leute, ich würde sagen, ihr schreibt mir mal Produkte in die Kommentare, die als nächstes in diese Folge rein sollen. Irgendwelche Sachen aus dem Supermarkt, von denen ich mal alle möglichen testen soll. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und checkt mein Insta ab, da heiße ich Alex Wie. Das war's von mir, wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder. Juri, hast du noch was zu melden? Nicht? Also Leute, das war's. Haut rein. Ciao.